Zack. So, jetzt sollten die Kurven verkurvt sein. Schießen, schießen, schießen. Keiner von uns stirbt. Alles gut. Okay. Was nun? Ich lauf 3 runter. Komm schon! Oh, ich bin am ver... irgendwas. Jupp. Rot, rot, rot. Da. Können die Roboter mit die auch Sauerstofftanks zufliegen lassen oder so? Oder irgendwelche Tauben in den Mund fliegen lassen, aller Schlaraffenland? Zu viel verlangt, ja? Ja, wahrscheinlich. Tu bitte den da raus, den da rein. Braucht irre viel Strom, aber wenn er einmal voll ist, ist er richtig gut voll. Oh, ich habe noch Platz für 3 Portable Solar Panels. Hm, ja, könnte helfen. Nimm mal hier von... Achso, man braucht richtig viele davon, ne? Nimm die mal alle raus. Bau 3 Portable Solar Panels, die auch Stahl brauchen. Alles braucht Stahl. Ganz einfach. Alles braucht Stahl. Zahnstocher, Klobürsten, alles. Du wirst gar nicht genutzt, ne? Komm mit. Also wenn ich mal wieder Illyrium... Mist. Ich habe gerade was im Hinterkopf mit, ich wollte Illyrium abbauen, wollte Mine nicht alleine lassen. Jetzt habe ich 2 Folgen lang nichts mit der Mine gemacht und dachte kurzfristig, dass irgendwo jetzt eine einsame Illyrium-Mine rumsteht und danach schreit, dass ich endlich das Illyrium abhole. Aber das wurde ja gar nichts, weil ich die Basis oben nicht knacken konnte. Richtig. Da hätte ich es theoretisch vielleicht mit etwas Glück schaffen können, aber nein. Okay. Alles gut, alles gut. Keine einsame, weinende Illyria-Mine irgendwo. Und wovon hat mich das jetzt abgelenkt? Darüber zu meckern, dass alles Stahl braucht. Richtig. Du bist alle, alle. Gut. Bau. Weep, weep, weep. Bau 10 Stück davon, das sind so viele, was soll's. Achso, Stromversorgung haben wir schon. Müssen wir gar nichts bauen. Das ist super. Blub. Blub, blub, blub. Alles am Schuckerschuckern. Gut. Was jetzt ein Problem werden könnte, ist, dass nicht genug Fuel Blocks hinterherkommen, weil ja immer mehr Steam Engines die jetzt auffressen. Deswegen schaue ich mal ganz kurz die Vorräte hier an. Gehen so. Wir haben 3800 Fuelblocks. Ich sollte jetzt regelmäßig hier in die Übersicht schauen, wie viele Fuelblocks wir haben. Ich denke, das wird stetig runtergehen. Was natürlich nicht so toll ist. Und bedeutet, dass wir mehr Öl brauchen. Also die Süderweiterung mehr pushen müssen. Für die Süderweiterung bräuchte ich allerdings temporär zumindest wesentlich mehr Mauern. Und die kann ich mal abbauen. Für die Süderweiterung bräuchte ich temporär wesentlich mehr Mauern, weil ich nicht die gesamte Südseite abreißen will, um sie dann weiter unten neu aufzubauen. Außerdem brauche ich auch mehr Mauern, um das kleine Stückchen hier und da zu erweitern. Aber noch haben wir hier eine Mine. Hatten noch eine Mine. Das heißt, das kann auch wieder... 1, 2, 3. Mist. Wow. Ja, ist nicht viel, aber es ist eine rote Kiste, also kann ich sie hier unten theoretisch einmal mal anfordern. Und dann aus allem System vorhandenem Stein Mauern machen. Haben wir da viel? Wir haben 17.000 Schuss Gatling-Munition. Das ist sehr toll, aber wir haben nur 88 Steine. Achso, weil die Kiste nicht in der Reichweite ist. Okay, bauen wir kurz hier mal so ein Ding hin. Dann bist du ganz knapp drin. Und schwuppdiwupp haben wir 818. Okay. Also, eine blaue Kiste bitte da unten hin, wo die Eisenkiste ist. Oder Stahl, was auch immer du warst. Du kriegst jetzt Stein. Bitteschön. So. Das läuft da auch. Was haben wir noch so für schöne, interessante Sachen da? Ich sehe 187 Akkus. Ich mal einfach so irgendwo hinklatschen könnte, um das hier noch weiter zu erweitern. Allerdings verbraucht das dann wieder ziemlich viele Batterien und Eisen. Und Batterien haben wir, glaube ich, gerade nicht so viele. Kann das sein?
Nee, im System sehe ich fast gar keine. Sollte ihr noch so lassen, wie es ist. Ja. Ja. Oh, da ist ein Problem mit der Stromversorgung von der Stromversorgung. Und das ist nicht so schön. Du brauchst hier einfach einen Pole, der näher dran ist. Und hier kommt nicht mehr genug Eisen an, damit die alle arbeiten. Das muss ich ändern. Das klappt immer noch nicht, oder? Okay. Ich muss mal einen hiervon. Sorry, Jungs und so. Das war falsch. Da musst du hin. Richtig, richtige Höhe und so. Ja, okay. Gut, das läuft. So, die sind bald hoffentlich leer. Ab und an wird der hier auch gebraucht, das ist okay. Ich gehe wieder Stallmopsen. Oh, warte, und hier schon mal gucken, wie viele Engines hinpassen. Bisher. Bisher würden 3 hinpassen, komplett ohne Süderweiterung. Ich glaube, ich mache dann einfach mal... Achso, und ich muss mich auch noch daran denken, das Fuel-Zeug muss ja auch noch irgendwo hin. Aber ich denke, ich mache dann einmal komplett hier mit einer Dreierreihe. Das läppert sich ja auch. Das wären ja 3x... 2, 4, 6, 8, 9... 3x 9, 27 Stück. Das dürfte ein bisschen was ausmachen. Das dürfte so viel ausmachen, wie den kompletten Bereich hier mit Solarpanels zu pflastern. Was aber okay ist. Nach der letzten Staffel ist es okay, wenn Solarpanels nicht überpowered sind. Weil in der letzten Staffel konnten wir uns ja komplett mit Solarpanels MK6 oder was das waren versorgen. Wobei wir total abgefahrene, mega viel Strom verbrauchende Fabriken und dergleichen hatten und trotzdem ging alles über Solarpanels. Das war echt ein Ticken zu einfach. Wobei ich gespannt bin, wie es in der aktuellen Version vom Shadow Mega Modpack ist. Weil halt der Replicator Mod draußen ist, wo die Solarpanels bei waren. So. Forsch mal irgendwas. Da, irgendwas. Stahl. Bang. Immer noch 3. Ich mach jetzt ein... Das passt hier nicht hin, ne? Ne. Wollte hier überall noch Schmelzen hinbauen. Das klappt nicht. Komm, ich mach mal hier Schmelzen hin. Fordere mal Schmelzen an. Ich weiß, ich hab noch welche. Da. 50 Stück. Komm, gib mir. Ja, ich stehe hier und warte auf die 50 Schmelzen, wovon wahrscheinlich nur 3 oder 4 ankommen. Die Schmelzen hier sind alle einigermaßen ausgelastet. Das ist gut. Schon eine Schmelze da? Nee. Und den Grinder wollte ich eigentlich irgendwo hier in die Osterweiterung hinpacken. Das ist schon mal ein kleiner Teil von denen umgewuselt werden. Oder noch besser. Einfach hier. Also so quasi. Das heißt, hier wird es weggefangen, bevor es halt verarbeitet wird. Ja. Spricht nichts gegen, oder? Gut. Und ich habe einen Schmelzofen bekommen. Yay. Super. So, tu dich von da aus und da aus da drauf. Tu dich da in eine rote Kiste. Ja, noch einen. Komm. So, die können raus. Hatte ich so wenig Schmelzöfen? Ja, ich brauche Stonebricks dafür, ist das Problem. Ich glaube, ich hatte nämlich keine Stonebricks im System. Hatte ich extra mal eine Fabrik für, aber dann musste ich irgendwie ganz dringend Mauern bauen, und dann waren die plötzlich alle weg. Ne, kommt nix. Also ja, ich krieg jetzt minimal mehr Stahl, aber das ist echt lachhaft. So, du bist ausgelutscht. Dann verlagern wir das hier mal um. Nach... Da. Und so. Und ich glaube, so war das. Und dann da. Dum. Gut. Moment, das ist ein Déjà-vu, das hatte ich schon mal. Du. Da. Jetzt ist okay, du legst doch immer schön links rauf, ne? Sicherheitshalber, nur um genau das zu verhindern, mache ich da mal
Oh. Kaputt, 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 kaputt. Sicherheitshalber, ha? Du mich auch gehen kann. Du. So. Jetzt kann es auf beiden Seiten aufgelegt werden, falls es dann mal klappt. Ich bräuchte allerdings wieder Eckdinger, weil ich jetzt zigtausend Ecken eingebaut habe. So, 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 so. Viel zu viele Ecken. Was? Du warst nicht als Ecke geplant. Dafür kriegst du eine extra rote Fließband-Einheit. So. Den wird's hier weggefangen und eingelagert und wir haben hoffentlich bald einen richtig schönen Kupferpuffer. Schön. Eisenpuffer sollte ja auch am Wachsen sein. Wir sind inzwischen bei 11.000 Eisen. 1.300 Kupfer. 800 roten Chips, das ist gut. 174 roten, das ist noch viel besser. Gehe ich mir gleich mal wegschnappen. Sollte ich eigentlich nicht. Weil wenn die sich mal stauen würden auf ihrem Cap, dann will das ganze Stahl auch hinterherkommen. So, du brauchst noch hier erstmal. Und ich vermisse meine MK. Schieß mich tot. Stahl. Schmelzen. Ich könnte die Eisenschmelze irgendwo mit da oben hinpacken. Also sie nicht mit Fließbändern lösen, sondern mit Robotern. Aber das braucht wieder mehr Roboter. Und die brauchen wieder mehr Stahl. Habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, wie ich den Treibstoff von da oben, also die Fuelblocks von da oben nach da unten bekomme? Ich glaube nicht. Was ich bräuchte, wäre hier vor noch ein Splitter. Das wird jetzt kompliziert. Ganz viel Kurve natürlich. Licht ist doof. Passt, passt. Licht wieder hinsetzen. So, und hier kommen jetzt die nächsten Splitter. Weil ja auch hier müssen wir das Ganze wieder aufspalten. Damit am Ende wirklich jedes von diesen ganzen Zwischendingern gleich viel bekommt. Und nicht irgendein später verhungert. Das wäre nämlich traurig. So, bauen mehr Splitter. Bauen ein paar von den Untergrunddingern und bauen ein paar mehr normale Bales, aber die werden ja alle brauchen. So, also Splitter Nummer 1. Ich glaube, ich habe jetzt schon Fehler gemacht. Ja. Es wird nicht ganz fair ablaufen, aber hey, so ist das Leben. Du. So, dann du. Hier nicht, sondern die nächste dann rein. Du versorgst die beiden. Du hier. Versorgst die beiden. Ja. So, du gehst weiter nach da hinten. Splittest dich denn hier nochmal auf? Das heißt, die werden stark bevorzugt hier vorne. Aber ich hoffe, das geht sich trotzdem auf, weil sie ja nicht so schnell aufgefressen werden hier. Und sonst ersetzen wir einfach alle normalen gelben Fließbänder durch rote Fließbänder, dann sollte es passen. So, du kriegst die beiden, dann müssen die hier versorgt werden. Dafür kommt... hier wieder ein Splitter hin. Was jetzt genau falsch ist, was ich mache, ne? Ich hoffe, ihr seht das. Dass es falsch ist, das so zu machen. Oben hatte ich es, glaube ich, richtig, aber gut. Einmal bis da. Einmal. Hey. So. Hier schon mal den nächsten. Die zwei, die zwei. Der ist dann einsam, oder wie? Ja, schaut so aus. Das, den spare ich mir dann vielleicht. So. Das wäre schon mal da. Wir haben noch keine Stromversorgung, wir haben noch keine Steam Engines, wir haben noch nicht alle Boiler, aber überall sind schon mal Fuelblocks auf Fließbändern.
damit sie draußen rumliegen, weil es toll ist, hochexplosives, brennbares Material offen draußen auf Fließbändern, die mechanisch betrieben sind und elektronisch, auch wenn man es hier nicht wirklich sieht. Ja, hat. So. Wie schaut es jetzt hier oben aus bei meinen Vorräten? So kann ich hier gucken. Wir hatten 3,8. Jetzt haben wir noch 2,5. Oder war es 2,8? Beides wäre nicht gut. Beides heißt, es wird weniger. Wobei das echt daran liegt, dass ich jetzt vielleicht ganz viele Fließbänder gebaut habe. Und die Fließbänder werden jetzt alle belegt. Und deswegen wird es einfach aus den Kisten rausgenommen. Es sind noch ganz viele Fuel Blocks da. Sie sind noch nicht mehr in den Kisten, sondern auf dem Fließband da unten jetzt. Das macht Sinn, ja. Macht es Sinn, hier überhaupt Speedmodule drin zu haben? Nö. Kann ich die anderweitig nutzen? Gut. Vornehmungen für die nächste Folge und nächsten Folgen. Die Ölraffinerien im Osten ebenfalls alle mit Speedmodulen versehen. Idealerweise mit MK2ern, aber das verbraucht so viele verdammte Chips und die brauchen wieder Stahl und Stahl ist doof. Ja, ich sehe immer noch keinen Stahl. Ja, trotzdem dann wenigstens die Einer-Module in den gesamten Dinger da hinten hinbappen. Dann weiterhin optimieren, was das Strom und Eisen und Stahl angeht. Und ganz vorsichtig die Süderweiterung weiter planen. Was wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass ich erstmal Beacons erforsche. So. Dann Beacons baue. Und mir irgendwo außerhalb der Basis ein Steinfeld suche, weil innerhalb der Basis sollte keins mehr sein. Ein Steinfeld suche, da ganz viele Drills raufklatsche, die Drills mit Beacons umgebe und die Steinfelder möglichst schnell leer sauge. Damit sie nicht allzu lange draußen in der Wildnis rumstehen müssen. Die Drills und so weiter. Natürlich alles schön mit Türmen versehen, aber trotzdem ist es gefährlich. Und so kriegen wir noch genug Stein, um genug Mauern zu bauen, um dann so weit zu erweitern, dass die Ölfelder mit drin sind. Mehr brauche ich gar nicht unbedingt. Vorerst. Langfristig brauche ich das Feld und da einen Außenposten. Was ist das? Ist das Stein? Ich glaube, das da und das da ist jeweils Stein. Von der Farbe her. Sind also mögliche Ziele. Wobei das da klingt angenehmer. Oder sieht angenehmer aus, weil das ist zu nah an der Basis drin. Ich will die Basis da nicht einmal pullen wollen. Weil ich glaube, wenn das wirklich alles auf einmal kommt, dann werden selbst die Türme ja alle überrannt. Ja. Wir haben so schön viel Öl da drin und Illyrium zweimal und und ich habe ein MK2-Schicht. Gott verdammt. Ja, vielleicht auch, wenn mir nächste Folge doch eher nach was Ruhigem, Analytischem ist, was ja nicht ganz so häufig der Fall ist, meistens laufe ich eher wie ein kopfloses Huhn rum, aber wenn ich nachdenken möchte, wäre es vielleicht ganz gut nachzudenken, wo genau das ganze Stahl momentan hinfließt und da dann die Kisten so anzupassen, dass nicht ganz so viel verbraucht wird. Also zum Beispiel bei Solar Panels und Akkus und Rotchips brauchen wir immer. Aber Solar Panels und Akkus könnte ich einschränken, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da gerade noch zwei Slots in jeder Kiste vollgespammt werden mit Solar Panels und Akkus, was schweineteuer ist. Und das könnte man einschränken. Also ich werde die Solar Panels und Akkus bald brauchen, wenn ich den Solarpark anlege. Aber momentan schaut es mit dem Strom eigentlich ganz okay aus, oder? Ja. Ja, geht so. Aber gut, bis gleich.